Ja, servus Leute, Aeronix hier heute mit dem versprochenen Busdepot Koop 67er Gameplay Commentary. Ich habe letzte Woche schon mal hochgeladen hier. Busdepot Koop 67 at Troll Arc. Da habe ich kurz gezeigt, wie wir gestorben sind. Für diejenigen, die es nicht wissen, gespielt habe ich mit Black Magics. Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeigucken. Naja, jedenfalls, ich fange mal ganz normal an mit der gesamten Spielzeit. Das waren nämlich ziemlich genau 20 Stunden, 15 Minuten bis Runde 67. In der Runde waren wir nicht mal 5 Minuten drin, glaube ich. Runde bis Runde 50 hat es gedauert, 5 Stunden 16 und bis Runde 60 waren es knapp 11 Stunden. Damit ihr mal so eine Vorstellung habt, Farm 60 dauert, glaube ich, um die 8 Stunden. Und 50 so, oder beziehungsweise generell so auf Survival Maps, so Durchschnitt wären 8 Stunden bis 60, vielleicht ein bisschen weniger. Und bis 50 so um die 3, 3,5 bis 4 Stunden. Aber Busdepot, eine langsamere Map, ist aber auch klar, man hat kein Pack-a-Punch, kein gar nichts. Hat kein Jug, kriegt man ein paar Downs kassiert, das kostet auch Zeit. Und naja, jedenfalls, die Strategien, die wir gemacht haben, am Anfang haben wir bis 19, glaube ich, hier hinten gecampt. Könnte man länger machen. Ich glaube, es würde sogar besser funktionieren, wenn beide eine normale Raygun haben, anstatt einer mit Mark II. Aber wir haben bis 19 in dem Game gecampt. Wir haben auch noch zweimal danach neu versucht. Das war nämlich unser First Attempt, beziehungsweise das erste Mal, dass ich mit Magix überhaupt zusammen meine Koop-Hyrule gespielt habe. Was mit den anderen passiert ist, da komme ich gleich dazu. Aber jedenfalls haben wir da auch schon bis Runde 20 gecampt, beziehungsweise 20 dort beendet und dann 21 haben wir dann angefangen normal zu laufen. Sprich, einer läuft oben, einer läuft unten. Da ist eigentlich auch scheißegal, wer Mark II hat oder ob man beide mit Raygun spielen. Wenn beide mit Raygun spielen, muss man später ein bisschen öfter recyceln, deswegen war es ganz gut, dass ich hier früh die Mark II bekommen habe. Jedenfalls bin ich in dem Game unten gerannt die ganze Zeit, weil Magix hatte schon mal, ich glaube, 56 Runden auf Busdepot. Ich habe früher ein bisschen random rumgedaddelt, aber ich war immer derjenige, der unten gelaufen ist, er immer der oben gelaufen ist. Also hat es eigentlich ganz gut gepasst, weil wir da beide eingespielt waren. Und naja, was ich euch empfehlen würde allerdings, es war für uns leider nicht möglich, die Farben zu tauschen, weil ich habe Motor Disconnect und er nicht. Und ich halte es für sinnvoller, wenn der weiße unten läuft und der blaue oben, weil der blaue kriegt mehr Spawns ab, immer. Black Ops 2, was weiß ich, wieso. Kompletter Nonsens eigentlich. Aber jedenfalls, der blaue Spieler kriegt mehr Spawns ab und deswegen sollte er, glaube ich, oben laufen, weil oben hat man doch nochmal bessere Chance, sich freizulaufen. Weil einfach unten sind viel mehr Spawns, du kannst viel öfter abgefuckt werden. Und ich sag nicht, dass es alleine der Grund dafür ist, aber das war auch mit einer der Gründe, warum ich in diesem Spiel festhalten 87 Downs hatte. Ein paar kann man abziehen wegen Console Lag. Deswegen sind wir auch am Ende Game Over gegangen, dazu später noch was. Und, naja, gut. Paar Treyarch-Downs sind dabei. Aber ich meine, gut gespielt habe ich nicht. Muss ich ganz offen sagen. Es könnte besser sein. Ich weiß nicht, vielleicht würde es besser laufen, wenn ich weiß gewesen wäre hier unten. Beziehungsweise oben gelaufen wäre. Ich weiß es nicht, weil oben ist auf jeden Fall der einfache Spot. Aber naja, kann man nichts machen. Solange wir keinen Double Down kassieren, ist ja eigentlich relativ wurscht. Und mir ist es eigentlich auch ziemlich scheißegal, wie viel K.O.s man da hat. Magix hatte am Ende übrigens, glaube ich, 40. Und naja, da kann ich mal an der Stelle noch kurz zu Gesamtstatistiken von dem Spiel kommen. Ich werde euch, glaube ich, unten in die Beschreibung einfach die Yasus reinhauen. Wir haben nämlich ein Custom-Game gemacht. Wie gesagt, Magix hat gehostet, weil ich ja alle 24 Stunden Router disconnect habe. Und dann bin ich über Nacht rausgegangen, um Pausen zu machen. Und in der Beschreibung werde ich nochmal reinschreiben, was wir genau für Stats hatten. Und werde euch auch nochmal die Yasus verlinken, wo ich immer einen Screenshot gemacht habe. Ich glaube, insgesamt, boah, lass mich nicht lügen. Nee, ich sage jetzt da einfach gar nichts. Ich hab jetzt gerade nicht mal den Endscreen vor mir. Ich habe nur zwei Screenshots hier, aber na gut. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung, dann könnt ihr gucken und zusammengerechnet steht es auch nochmal drin. So, genau, ab Runde 35, glaube ich, war es, oder so bis 35, 40 haben wir es so gemacht, dass jeder seine Zombies einzeln killt. Und ab da haben wir dann angefangen, Trains zu verbinden. Das seht ihr auch hier. Ich habe hier ein bisschen Gameplay reingemacht. Wie macht man es mit einer Mark II? Wie macht man es mit einer Raygun? Wie recyceln wir? Und zwar, das Recyceln ist eigentlich ein ziemlich einfacher Punkt. Zwar, mal angenommen, jetzt einer von uns hat eine Mark II, dann spielen wir erstmal nur mit Mark II, bis das Ding leer ist. Dann werde ich die abgeben. Aber also angenommen, ich habe eine, ich schieße sie leer, gebe sie ab.
Und wenn ich dann die Zombies hochbringe, mache ich schon mal einen Box-Hit, gebe Magics die Zombies und je nachdem, wie hoch die Runde ist, kann ich dann noch an die Box daddeln und ein bisschen hitten, bis er den Train gekillt hat. Und wenn er den Train zu schnell killt, noch auf den 40er Runden oder 50, was auch immer, dann hitte ich einfach einmal immer im Vorbeigehen. Beziehungsweise, wenn er recycelt, dann eigentlich genau dasselbe, nur halt, dass ich dann hier oben mit Raygun rumrenne. Und wir haben es ja so gemacht, das ist ein wichtiger Punkt, und zwar, wir haben es ja so gemacht, dass ich immer unten laufe und er immer oben. Und wenn ich dann oben mit Raygun laufe, ist es extrem wichtig. Ich muss meistens extrem früh, wenn 4, 5 Zombies tot sind, muss ich schon runterrennen, auch wenn dann noch ein paar Crawler umkriechen. Damit ich einfach unten nicht blockiert werde. Deswegen bin ich auch einige Male gestorben. Aber es war auch dann sowas, wo hat man dazugelernt, sage ich mal, weißt? Und naja, dann mit der normalen Strategie, wenn wir quasi beide eine Raygun haben, sieht das Ganze so aus. Ich komme hoch, bringe ihm Zombies, er nimmt den Train und dann schießen wir beide gleichzeitig rein. Ich habe erzählt, wir haben noch ein paar Mal gespielt, oder beziehungsweise noch zweimal, um genau zu sein. Und da haben wir gesagt, ja, lass mal so machen, dass immer nur einer schießt und der andere nicht, weil von der Seite trifft man die Zombies ja immer nicht so gut. Und ich glaube, das wäre sogar das Sinnvollere zu tun. Würden wir jetzt nächstes Mal, glaube ich, auch machen. Wir haben es vor, demnächst nochmal zu probieren. Und so spart man halt ein bisschen Muni, weißt. Und dementsprechend halt auch Zeit, die dann beim Recyceln draufgehen würde. Und naja, ansonsten, wenn wir beide leer waren mit Raygun, hat halt einer die Zombies genommen, einer Box gehittet, weil wir haben immer so gespielt, dass beide Spieler Affen hatten. Wir haben nie mit EMPs nur gespielt, weil uns das einfach zu unsicher war. Ich sag nicht so, dass wir jeweils unfähig gewesen wären, den anderen zu beleben ohne Affen, aber es ist einfach Busdepot, man kriegt schnell einen Double Hit, das ist wirklich schnell geschehen. Und wenn man da mit Affen spielt, ist man halt auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dementsprechend war das, glaube ich, mit auch der Grund, warum wir so weit gekommen sind, weil ich glaube, manchmal wäre man ohne Affen nicht weitergekommen. Und naja, was wollte ich denn noch so Schönes loswerden? Auch wenn man da an der Seite, an der Scheune steht, es ist immer extrem wichtig, die Spawns zu beachten. Was ich dann gemerkt habe, was gut ist, 4 bis 8 Schüsse schießen, wenn man von der Seite reinschießt. Und dann immer auf die Spawns neben sich gucken, damit man noch Platz hat zum Runtergehen, weil die einen richtig leicht blockieren können. Und so hat es dann am Ende auch ziemlich gut funktioniert. Beziehungsweise, wenn man halt immer nur einer schießt, das ist es ja eh relativ unwichtig. Da kann man sich ganz gut auf die Spawns direkt konzentrieren. Eine Sache noch, und zwar, wenn man hier Insta-Kills bekommt, das ist extrem wichtig, was ich sagen würde, dass sich beide Spieler eine MP5 holen. Und man muss sich auf jeden Fall gut absprechen. Ich habe hier, glaube ich, einen Clip drin. Auf Runde 61 war es. Da ja, bekommen wir einen Insta-Kill. Ach, der müsste, glaube ich, gerade sogar laufen. Da bekommen wir einen Insta-Kill. Beziehungsweise sogar Double Insta. Und wir rennen beide gleichzeitig zur MP5, um uns Muni zu kaufen. Das wäre fast in einem Double Down geendet. Also, wie gesagt, am besten, wenn ihr einen Insta-Kill seht, vorher MP5 kaufen, dann ein bisschen ausrasten. Und falls wirklich einer Muni kaufen muss, muss man sich echt absprechen, weil das ist saumäßig wichtig. Und eine Sache ist halt noch, wenn man Zielhilfe aktiviert hat, was ich in diesem Spiel nicht hatte, ist es auch nochmal eine extreme Hilfe, weil man hat halt nur seine 30 Kugeln da im MP5-Magazin und manchmal müssen die halt wirklich sitzen. Weil auch bei einem Insta-Kill kann man leicht sterben. Ist mir nicht passiert, aber es kann gut mal vorkommen, ne? So, ein paar Sachen wollte ich, glaube ich, noch loswerden. Ich weiß gar nicht mal. Nee, nicht mal. Die anderen Attempts, die wir noch gestartet haben, waren dann, glaube ich. Erstmal haben wir nur Nuketown gestartet nach Busdepot. Dazu kommt ziemlich sicher auch noch mal was. 69 Server DC, beziehungsweise nee, nicht Server DC, sondern Profile Signout auf Magics Seite. Er war nämlich Host. Kann ich ja schon mal so ein bisschen spoilern. Haben wir am nächsten Tag Dyrus gestartet, sind 59 von der Map gehüpft, weil ich die Karte irgendwie nicht mag. Und das mir ziemlich auf den Sack ging. Dann haben wir nochmal Busdepot gestartet eben. First Attempt war dann, glaube ich, wieder. Ich glaube, irgendwas in den 40er Runden, 43, 44, sowas. Ich war ziemlich müde, war ein Freitag, ich hatte einen Tag Schule, hab davor schon kaum geschlafen. Und dann habe ich halt einen richtig ekelhaften, peinlichen Down kassiert auf der Runde. Und Magix hat einen Affen geworfen, der hat gefailt und der wurde beim Reviven dann auch gekillt. Dementsprechend war das der erste Run am nächsten Tag gleich nochmal gestartet und dann Runde 56, glaube ich, war es wieder. Oder 54, irgendwas in den 50ern, haben wir einen Double Down kassiert. Ich war gerade dabei, ihm die Zombies hochzubringen und er stirbt direkt vorm Bus. Ich hatte einfach keine Chance, da vorbeizukommen. Es war dann einfach extrem schlechtes Timing. Da konnte, glaube ich, keiner von uns beiden irgendwie was dafür.
Ich meine, shit happens, wir probieren es nochmal. Und naja. Eine Sache noch, und zwar Waffen, wie wir in diesem Spiel verwendet haben. Ihr wisst ja, es ist eine Survival-Map. Um die Zombies zu killen, braucht man halt, beziehungsweise die beste Waffe zum Zombies killen ist hier eine Mark II, beziehungsweise dementsprechend dann auch eine Raygun. So als Aushilfe, sage ich mal. Und naja, in dem Spiel haben wir verwendet 115 Rayguns, 29 Mark IIs und 28 RPGs. Ob der RPG jetzt hier sinnvoll ist oder nicht, kann man sich an der Stelle drum streiten. Weil du nicht Packer punchen kannst und so, weiß ich gar nicht. Man hat ihn halt ab und zu mal genommen, daneben bei irgendwie mit reingeschossen, während der andere mit Raygun killt, dann ging das schon klar, ne? Hat so ein bisschen, hat sogar manchmal Kills gemacht. Wie gesagt, 28 Stück haben wir verwendet. Also nicht, ob ich das nächste Mal nochmal machen würde. Ist halt ganz sinnvoll, wenn nur einer eine Raygun hat und der andere mit dem RPG nebenbei reinholzt. Kann man machen, ne? Hier am Ende seht ihr gerade noch unseren Trollark down. Wir könnt euch ja nochmal anschauen, das Video, was ich letztens hochgeladen habe. Könnt ihr auch nochmal sehen, wie es bei Magix ausgesehen hat. Der ist da einfach durch den Boden durchgefallen. Das erste Mal, dass ich so einen Scheiß gesehen habe. Runde 67 Busdepot, Platz 2 in der Weltrangliste. Beziehungsweise jetzt haben wir welche 71 gemacht. Das waren Elmo und Ice, Weatherlot, glaube ich. Die haben allerdings leider kein Beweis-Gameplay. Ich glaube den Jungs, dass sie den 71 gepackt haben. Sie haben ein bisschen was aufgenommen. Handykamera, glaube ich. Aber sie haben kein wirkliches Beweis-Gameplay. Ist ziemlich schade, weil keiner von den beiden aufnehmen oder streamen kann. Aber gut, haben wir nichts machen. Magix und ich probieren es nochmal und wir werden auf keinen Fall suiciden, was diejenigen gemacht haben. Beziehungsweise die 70er haben suicided, die 71er haben suicided. Und wir würden auf jeden Fall weitergehen, soweit wie es halt geht, bis entweder Trollark uns killt oder rausschmeißt oder was auch immer, oder wir einen Double Down kassieren, was auf Busdepot wirklich sehr schnell passieren kann. Aber ansonsten, ich bin glaube ich durch, das Gameplay ist auch gleich zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ne? Und haut rein, ne? Bis dann. Servus.